Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Spiel, was lange, lange auf meiner Steam-Wunschliste rumlag und endlich Fortschritte macht. Das ist der Trans-Siberian Railway Simulator. Und hier, es steht noch, es ist ein unfertiges, unpolites Spiel, denn das ist die Demo. Und die Demo aus dem Playtest, für die man sich anmelden konnte. Und wir legen einfach mal los und machen ein neues Spiel. Neues Spiel. Wir können es beide verfehlen. Mal gucken, Survival-Elemente. Ich gehe einfach mal auf Survival. Das sollte ja gehen. Annehmen. Mal gucken, wie viel in diesem Playtest drin ist. Ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen. Das Ganze ist eine interessante Mischung. Passagiere und железнодорожники. Частный перевозчик товарищ Миша принят обратно на грузовую линию. Желаем вам приятного и безопасного путешествия. Sehr cool. Das Ganze ist eine interessante Mischung aus einem Survival-Game. Wir haben auch tatsächlich einige Elemente drin, die ein bisschen unüblich sind. Also zum Beispiel Gegner, die man besiegen muss. Also das Ganze dürfte auch zu Sowjetzeiten spielen. Es ist, wie gesagt, ich habe schon gerade zurück in den Gulag. Es ist ein bisschen was anderes, was Eisenbahn-Simulatoren angeht. Es gibt noch so ein anderes Spiel, das nennt sich Train oder Metro Sim Hustle. Ist auch eigentlich so eine Zugsimulation und sonst eine Drogen- und Gewaltsim. Ein RP, wenn man so möchte. Ganz komische Kombination. Das hier ist auch eine ganz komische Kombination. Es gibt Gegner, es gibt Shooter-Elemente und wir sind hier in einem Eisenbahnsimulator. Ich finde diese Mischungen aber sehr, sehr interessant und ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, wie das so geht. Mit dem Survival-Element drin, sehr, sehr cool gemacht. Sonst sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein cooles Spiel ist. So, wir können den Bahnhof hier auch betreten. Ich weiß gar nicht, sollen wir den Bahnhof betreten? Oder ich glaube, wir erstmal zum Shop gehen. Hier fährt auch gerade um den Zug entlang. Da hinten sehen wir schon einen. Sehr cool. Nur die Lok? Oder sind Flachwagen hinter? Eine kurze Lok, ein kurzer Zug fährt hier entlang. Das ist der Mafia-Shop. Und da hinten ist die Lokomotive. Wir gehen mal einfach um Enter und gehen mal in den Bahnhof rein. Unter der linken Ecke kannst du den Status deines Geldes sehen. Wir haben 1000 Rubel. Waren das Rubel schon zu Sowjetzeiten? Ja, ne? Ich denke mal. Unten rechts die Temperatur, die ist wichtig in dem Spiel. Findest du die Werte deines Charakters? Achte darauf, dass sie im richtigen Niveau sind. Du kannst zum Beispiel Enter Gebäude betreten, um dich warm zu halten. Okay, Kater. Krankheit. Das heißt, du musst wahrscheinlich Alkohol trinken. Wieso ist die Kater? Alkohol? Du hast Hunger? Krankheit? Hypothermie. Okay. Was ist eine Hypothermie? Vielleicht irgendwie Kälte? Und das Wort dafür? Fahrzeugverkehr ist auch drin. Cool, cool. Das gefällt mir schon mal gut. Geh einkaufen. Wir gehen einkaufen, gehen zum Shop. Auch die Leute hier rumlaufen? Ja. Super cool irgendwie. Ach, hier kann man sich ein Bierchen kaufen. Ach, der ist aufgehört zu trinken. Auch nicht schlecht. Was gibt's hier? Sprotten. Was zu futtern? Taschenlampe. Eine Kettensäge. Wir müssen ab und zu auch mal Bäume aufs Gleis und so. Was haben wir hier? Milch. Apfel. Okay, interessant. Was haben wir hier? Kohle, Lebensmittel also. Was hast du zu kaufen? Messer. Ja, Gewalt ist ein Teil des Spiels. Das ist, es ist eine ganz interessante Mischung. Ich finde es aber cool. So, wir kaufen uns mal so ein Roggenbrot hier. Verwende das Scrollrad, um den Pfad zu öffnen und zu verwalten. Wollen wir mal was essen? Okay, eine wirkliche Animation gibt es fürs Essen noch nicht.
Ich glaube, wir hatten auch keinen Hunger. Ich wollte es mal ausprobieren. Es ist ja eh eine Demo-Version, ne? Ich denke mal nicht, dass wir dann irgendwie auch mal weiterspielen. Aber es ist eigentlich super interessant. Wir können mal zur Lok gehen, oder? Lass uns mal zur Lok gehen. Wir können auch zum Mafia-Shop rübergehen. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Jetzt habe ich aber das Brot schon aufgefressen. Kannst du Waffen für Jagd und Selbstverteidigung kaufen? Enter. Geh zu deinem Lokmotiv, okay. Ja, wir hätten uns jetzt noch ein Messer mitnehmen können, aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt auf Gegner stoßen. Kann natürlich sein, wenn wir jetzt hier eine, wenn wir jetzt hier sozusagen starten und das Tutorial, dass wir direkt am Anfang für die auf die Mafia stoßen. Und es gibt auch Kalaschnikows und sowas, ne? Ich glaube, ich werde Metro Sim Hustle auch nochmal spielen. Ich überlege tatsächlich eine Reihe zu machen mit Eisenbahnsimulationen, die ja, ein bisschen anders sind. Und finde ich eigentlich coole Idee. Aber sonst, ich habe auch gesehen, dass da wirklich, also schon eine ernstzunehmende Eisenbahnsimulation, glaube ich, eventuell. Weil ich habe ein bisschen in die Loks schon mal so ein paar Bilder davon gesehen. Man kann Loks aufrüsten. Also ich glaube, die Simulation der Züge, übrigens, die haben wir auch, diese Lok haben wir gleich auch auf meiner Transportüberkarte rumfahren lassen, meine ich. Sehr cool. Ist gar nicht mal so unrealistisch. Aber es hat auch grafisch schön, oder? Also ich finde es grafisch cool. Es hat wirklich was. Es ist, ja, ich bin total gespannt. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel und ich werde das bestimmt auch viel spielen. Also, es wird natürlich lange Strecken beinhalten. Ich glaube nicht, dass es die Real-Life-Länge der transsibirischen Eisenbahn beinhaltet. Das ist, glaube ich, nur so ein kleiner Teilstück. Kann aber sein, dass das ein Original-Nachbau ist, dass wir wirklich hier einen Simulator haben. Was ich mir gut vorstellen kann. Und dann haben wir halt nur diese Survival- und Shooter-Elemente da drin. Und eine Quest-Reihe und sowas. Das ist total interessant. So, das ist unsere Lok. Oh, schön hier mit dem Sowjetstern. Ich habe immer, ich finde irgendwie russische Eisenbahnen auch interessantes Thema. Und es ist, wird sehr vernachlässigt. Gut, jetzt ist ja in letzter Zeit das Thema eh ein bisschen verbrannt, was Russland angeht. Aber ich finde immer, russische Eisenbahnen wurden immer so total vernachlässigt. Und guckt euch die mal an. Ich finde die cool. Ich mag auch diesen Sowjetstern vorne da drauf. Der hat irgendwie was, ne? Jetzt ganz abgesehen von der politischen Bedeutung, einfach nur ästhetisch gesehen. Ich finde, das ist einfach cool. Und damit jetzt hier durch den Schnee zu ballern, über die transsibirische Eisenbahn. Ne, Signale haben wir, ne? Ich denke mal, die werden auch gehen und die werden auch... Also ich glaube, das wird ein ernstzunehmender Simulator mit einfach ein paar mehr Elementen. So, wir steigen mal ein. Betrete das Fahrerhaus. Machen wir. Wie kommen wir denn da rein jetzt? Springen? Nee. Die Tür haben wir schon mal aufgekriegt, das ist gut. Klingt doch gut, die Tür, ne? Ist nicht ganz so dick, aber gut. Haben sie so wird mir wahrscheinlich genug Stahl gehabt, um hier so eine dicke Tür anzuballern. Was natürlich bei den Temperaturen ganz sinnvoll gewesen wäre. Die Frage ist, wie kommen wir in diese Lok rein? Betrete die Lok. Ja, das ist schon mal sehr gut, liebes Spiel. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochklettere. Springen. E. Ach, guck mal, jetzt müssen wir mal drauflaufen. Okay, dann hat sich das auch erledigt. E, Tür zu. Dann machen wir nochmal die Tür richtig zu. Bam. Und die Holztür. Ach, und guckt euch das mal an. Oh, sieht das gut aus, der Führerstand. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ja, ich weiß, ich kann, habe gelesen, eventuell können wir nur diese Lok kurz aufrüsten und dann ist die Demo auch schon wieder zu Ende. Aber einige Lokführungsfunktionen sind während des Tutorials gesperrt. Okay, Enter. Stelle dich neben den Seitenspiegel und drücke E. Du befindest dich im Inspector-Modus. Drücke T, um den Zustand der verschiedenen Teile der Lokomotive zu sehen. Okay, interessant. Drücken wir mal T. Finde kaputte Teile. Ach, guck mal, es ist ja auch so ein... Es ist irgendwie... Jetzt kommt Car Mechanic Simulator oder in dem Fall Train Mechanic Simulator auch noch dazu. Das finde ich wirklich interessant. Da hinten fährt ein Personenzug. Können wir Personenzüge fahren? Ey, das Spiel, ich finde es gerade total genial. Ich finde die Mischung total super. Ist ja auch von Playway. Playway macht ja auch Simrail. Also, mal gucken. Mal gucken. Oder es ist eigentlich nicht Macht, das ist der falsche Begriff. Sind der Publisher. Das ist vom selben Publisher. Die Entwickler sind natürlich andere. Also glaube ich. Mir ziemlich sicher, dass es andere Entwickler sind. Das von Simmel heißen die Simcoil oder irgendwie sowas. Und die weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Hätte man sich ja vorher mal informieren können. Vielleicht schreibe ich es nochmal rein. Aber dieselben Publisher. Und ja.
Das ist schon wirklich interessant. So, finde kaputte Teile. Guck mal, hier ist noch was kaputt. Was mache ich jetzt damit? Drücke ich E? Ne, drücke E in Inspektor-Modus. Dann habe ich T gedrückt, ne? Genau, dann muss ich da draufklicken. Rechts-Links-Maustaste. Finde einen verstellbaren Schraubenschlüssel und benutze ihn, okay? Ja, den finden wir, aber müssen wir dafür wieder auf die E gehen und dann. Also, das Tutorial ist nicht so ganz erklärend, finde ich, ne? Ich natürlich auch nicht. Ich habe natürlich auch ein Talent, Tutorial 2 zu verstehen und so blöd dafür zu sein. Aber so wirklich? Was sollen wir mit diesem Schraubenschlüssel jetzt machen? Wir gehen nochmal aufs E. Finde das kaputte Teil und setze es neu. Finde verstellbaren Schraubenschlüssel. Hier ist der Schraubenschlüssel. Ach, wir sollen wieder rausgehen und sollen das kaputte Teil ersetzen. Okay, jetzt habe ich's. So. Lass uns mal die Lockern gucken. Lass uns mal wirklich hier in Ruhe die Lockern gucken. Darum geht's ja auch. Und den Detailreichtum. Ein bisschen schade, dass es hier hinten noch ein bisschen schwarz aussieht. Also, dass man hier nicht so wirklich durchgucken kann. Ich hätte gerne Teile vom Motor gesehen. Man sieht hier nur schwarz dahinter. Gutes mehr als TSW, ne? Da kann man hier gar nicht durchlaufen. Und hier sieht es doch mal schon mal geil aus. Oh, guckt euch das mal an. Was für eine schöne alte Diesel-Unit hier oder Dieselmotor. Super, super cool. Auch die Details. Ich habe Bock auf dieses Spiel. Ich habe wirklich Bock auf dieses Spiel, weil ich das super interessant finde. Merkt man vielleicht. Ein bisschen. Und ich habe mich auch gefreut. Ich habe gar nicht mehr mit gerechnet. Ich hatte das auf einem anderen Kanal gesehen und habe da gesehen, oh, man kann sich zu diesem Playtest noch anmelden. Deswegen mache ich das jetzt ja auch. Oder melde ich mal an und gucke mir das hier mal an. Hier dürfte das gleiche sein. Ich glaube, die ist ja einfach nur gespiegelt, die Lok. Genau, denke ich mal. Beziehungsweise einfach eine Doppeleinheit. So, wir steigen mal aus. Ja. Also ist eigentlich der der Train Mechanic Simulator ist auch mit drin. Also man kann nicht sagen, dass es in dem Spiel langweilig wird, glaube ich. Ich meine, Zugfahren wird für mich eh nicht langweilig. Das ist eher für andere. Aber trotzdem mal viel zu tun. So, Schraubenschlüssel haben wir jetzt in der Hand. Halte E gedrückt, um ihn aus dem Inventar zu entfernen. Nein, möchte ich nicht. Wir springen mal rein. Oder steigen mal auf, wieder halt auf unsere Lok hier. Super, super interessant. So, jetzt möchte ich, halte E gedrückt, um ihn im Inventar zu entfernen. Nee, wir müssen mal ganz kurz, glaube ich, wieder. Hier müssen wir irgendwas machen. Löse die Schrauben des Tachometers. Ah, okay. Ja. Sehr cool. Lege den verstellbaren Schraubenschlüssel weg und entferne den kaputten Tacho. Okay, dann können wir den hier oben irgendwie drauflegen. Jetzt können wir ihn auf den Sitz werfen. Ja, können wir. Guck mal, können wir den da drauflegen? Was habe ich jetzt gemacht? Nee, erst noch im Inventar. Ach nee, wir sollen den einfach nur wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich auch schon weglegen. Wir nehmen den mal raus. Setze den Tachometer in den leeren Platz. Inventar ist so gelangen. Jetzt haben wir den Tachometer hier. Okay. Gut, okay, verstanden. So. Setze einen neuen Tachometer an in einen leeren Platz. Okay. Dann holen wir uns mal einen neuen Tachometer. Die Ersatzteile lagen ja da unten bei der Lok. Dann gönnen wir uns die mal. So, wo haben wir denn hier? Handbremse, Spiralfeder. Nostrovje. Ich wollte dem Kollegen nur Hallo sagen. Nostrovje, Hallo, ja, ist es, glaube ich, ne? Nee, ist es nicht Prost? Ach, eins von beiden. Ich glaube, man kann in Russland auch immer Prost wünschen. Das geht auch. So, jetzt wollen wir den Kapitän mal wieder einsetzen. Den reparierten Tachometer. So, lass uns mal wieder rein. Ach, guck mal, auch die, ich find auch die Abgenutztheit der Lok ziemlich cool, ne? Über diese Kratzer und so. Also, grafisch gefällt mir das gut. Ich hatte ja wirklich gedacht, so, ich habe auch Bilder davon gesehen, als sozusagen das Spiel über Steam dann erschien. Das ist, glaube ich, vor. Also, nicht erschienen, sondern als man da erste Bilder davon gesehen hat. Und, wir sind bei Novosibirsk. Ach, cool. Und ich war echt begeistert von der Grafik und bin es jetzt auch noch. Ja, ist halt eine echt schöne Grafik, ne, für so ein Spiel. So. Also, ich kann mir gut vorstellen, hier rumzufahren. Tachometer. Nimm den verstellbaren Schraubenschlüssel und schraub die Schrauben wahrscheinlich wieder fest. Und ziehe die Schrauben an. Jawohl. Dann ziehen wir sie wieder an. Also, da hat sich jemand gedacht, oh, wir nehmen gute Elemente aus verschiedenen Spielen. Also, aus dem Zugsimulator, aus dem Car Mechanic Simulator. Also, das erinnert mich da extrem dran.
Wir machen Train Mechanics Simulator, habe ich sogar auf Steam. Vielleicht mache ich da auch mal so ein, zwei Folgen von, aber der ist, glaube ich, von vor 5 Jahren, 6 Jahre, 7 Jahre, irgendwie sowas. Vielleicht gucken wir uns den auch mal an. Einfach zum Gag. Aber. Und nehmen wir so verschiedene oder halt so ein. Auch so ein Shooter und so weiter und so fort. Und verbinden die einfach verschiedene Elemente aus Spielen. So, kannst gebrauchte Teile auf dem Schrottplatz verkaufen. Okay. Wo ist denn der Schrottplatz? Den sehe ich jetzt nicht. Bist du der Schrottplatz? Nee. Ja, Enter, um fortzufahren. Ja, nur falls können wir es nicht machen, eventuell. Mal gucken. Noch ein Kollege. So, auch so die Landschaft, ne? Aber das Gebäude sieht aber modern aus da hinten. Gut, ich weiß auch gar nicht, wann wir spielen. Also von den Loks her würde ich sagen 70er, 80er Jahre? Irgendwie sowas. Würde ich jetzt mal so vermuten, keine Ahnung. Wurde leider auch nicht gesagt. Also ich hätte gerne noch mal so ein bisschen weiter Einführung gehabt am Anfang. Sie spielen im Jahr, keine Ahnung. Übrigens, war das überhaupt ein Dieselzug? Wir sind über Oberleitung. Habe ich jetzt gesagt, das ist ein Dieselzug oder das ist ein E-Lok? Das ist wahrscheinlich diese elektrisch. Bin schon wieder schlau, ne? Der hat einen Stromabnehmer gehabt. Oder hat er keinen Stromabnehmer gehabt? Ja, das gucke ich jetzt glatt mal nach. Ja, können wir sprinten eigentlich irgendwie? Ja, wir sprinten schon. Okay, das wird schon die schnelle Variante. Ja, hat einen Stromabnehmer. Ja. So viel zu dem Thema. So, hier haben wir auch die Wagen. Die gucken wir uns auch nochmal an. Wir wollen ja ein bisschen auf die Details achten, ne? Darum geht es. Ein bisschen sich angucken, was haben sie so gemacht. Ich finde, das ist detailreich. Also ich kann mich nicht beschweren, auch die Drehgestelle und so, ne? Ja gut, das ist ein bisschen das... Ja, es ist jetzt, die Feder ist jetzt so ein bisschen, naja, von der Struktur, ne, oder von der Textur. Hätte man ein bisschen besser machen können. Ja, auch die Schrauben. Ja, man kann schon ein bisschen was, könnte man eventuell noch machen, ne? Aber auch das Rad ist noch so ein bisschen eckig, ne? Wenn man so genau hinguckt, achtet man so, findet man so ein paar kleine Teile. Aber insgesamt, ja, also wenn man von Weitem guckt, finde ich es gar nicht so schlecht. So, wollte ich jetzt zum Schrottplatz laufen? Wollen wir uns noch mal kurz den Mafia-Shop angucken? Ja, wir gucken uns noch mal alle Elemente an. Es ist wirklich ein Rumgucken hier bei dem Spiel jetzt. Hier ist noch ein Weichenwärter oder so, oder? Da steht noch der Wladimir. Hier kommt die Mucke her. Auch nicht schlecht. Der Mafia-Shop liegt da drunter, okay. Ich will zumindest mal bei der Mafia vorbeischauen. Nicht Hallo sagen. Mal hier. Kommen wir hier irgendwie rein? Ne, wir waren ja gerade schon drin im Laden, aber... Kommen wir in diesen Mafia-Shop irgendwie rein? Oder war das schon der Mafia-Shop? Oder müssen wir nach oben? Ne. Triebwagen. Interessant. Ja, cool, cool, cool. Ist da irgendwie so einen geheimen Code hier eingeben oder sowas? Irgendwo jetzt hier reinschleichen, dass wir in diesen Mafia-Laden kommen? Oder ist der einfach noch nicht in der Demo vorhanden? Ich habe keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich ist der einfach... Ich soll jetzt später mal in den Mafia-Laden hin. Aber hier laufen wieder auch Leute rum, was ich cool finde. Bahnmitarbeiter. Statt hätte ich gerade noch an dem Prellbock? Ne, es ist ein anderer, da steht auch noch einer. Oder? Ja, da läuft auch einer vorbei. Interessant. Ne, die laufen hin und her. Okay, also die laufen so ein bisschen hin und her. Ist aber auch in Ordnung, dass wir ein bisschen Bewegung im Spiel haben. Und wie gesagt, ist es noch Early Access, ist es eigentlich nur eine Demo. Nur eine Demo soll nur zeigen, was ungefähr werden könnte, wenn das Spiel fertig entwickelt ist. Und nicht mehr. Und dabei sollten wir es jetzt auch belassen. Aber ich finde, man kann sich trotzdem schon mal alles angucken. Und wir gehen jetzt nochmal zu Locken machen weiter. Ich weiß, ich habe wieder einen Ausflug gemacht in Sachen, die mich jetzt gerade aber einfach interessiert haben. So, ich weiß nicht, wo der Schrottplatz ist. Ich denke, der ist einfach noch nicht vorhanden. Wir machen Enter. Die Lokomotive ist startklar. Dann wollen wir mal einsteigen und weiter losfahren. Kümmern wir uns mal um den interessanten Teil oder eine der interessanten Teile, das Eisenbahnfahren. Ich weiß nicht, wie weit wir fahren können. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wie hört sich die Lok an? Wie weit kommen wir überhaupt? So, drücke Enter, um fortzufahren. Jawohl. Literale Zustände zu überprüfen. Enter, um fortzufahren.
Schalte den Schalter kleiner Kompressor im Maschinenraum im zweiten Abschnitt der Lokomotive ein. Das kleine Kompressor muss erst gestartet werden. Ich sag ja, es ist eine ernstzunehmende Simulation. Wir haben hier wirklich den... Müssen die Lok hier auch voll aufrüsten. Und so weiter. Ich wollte die Tür öffnen. Die andere kann ich auch gleich öffnen. Da hinten ist er. Schon versorgen mit Druck. Ja. Enter, was soll jetzt? Schalte den Funk an. Okay, ich glaube, wir müssen wieder nach vorne. Genau, dann können wir von dort aus, glaube ich, auch die Lok starten dann. Den Startstrom generieren wir jetzt schon. Gut. Dann den Funk an. Stehen noch Klasse 8 am Bahnsteig 3. Okay. Informationen des Disponenten über deinen aktuellen Transportauftrag. Enter. Jetzt Anruf. Sie stehen auf Klasse 8 am Bahnsteig 3. Okay. Sollen wir nochmal anrufen? Ja, haben wir doch begriffen jetzt. Geht's weiter? Oder hat er sich jetzt hier aufgehängt? Enter, okay. Schalte den Schalter Stromabnehmer und Leistung an. Wo ist der rote Pfeil? Da unten. Okay. Jawohl, Stromabnehmer ist oben. Dann von der Batterie geliefert. Drücke Enter, um fortzufahren. Ja, die Batterie ist an. Das ist der Batterieschalter. Dann Stromabnehmer 2. Erstmal erste und dann zweite hoch. Jetzt eine Außenperspektive haben wir, glaube ich, nicht. Ne, die wollte ich nicht rausholen. Aber wir müssen jetzt die Stromabnehmer oben haben. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Aber sollten oben sein. Jawohl, da sind sie oben. Schön alte Scherenstromabnehmer. Das hat schon was. Sehr cool. Und hier auch zu. Und das rote Licht der Listen, der Hauptstrompinne zeigt 3300 Watt. Volt. Das bedeutet, der Strom jetzt nicht schon mal nicht mehr geliefert wird. Wo bist du denn? Watt wollte ich schon sagen. Ist ja ein V. Also Volt. So, wo bist du denn? Egal. Enter. Haben wir begriffen. Set und Heizung, erstes Set und Heizung, zweites Set. Okay, dann müssen wir vorne. Heizung an. Temperatur kann nicht unter 5 Grad 41 Fahrenheit sein. Jetzt muss die Lok erstmal aufgewärmt werden. Jetzt halte Tür und Fenster geschlossen. Jawohl. Machen wir. Sonst wird die Lok auch zu kalt. Auch interessant. Enter. Kompressor an. Motorkühlung hohe Geschwindigkeiten. Ah. Der Tank befüllt ist. Okay. Druck und Motorbeleitung. Ja. Welche Anzeige? Ich weiß nicht, auf welchen Pfeil er zeigt. Ich sag mal Enter. KVC. Bedeutet, dass KVC eingeschaltet ist. Aber noch nicht funktioniert. Sie muss zurückgesetzt werden. Ist das ein Sicherheitssystem, KVC? Freigabe, okay. Das scheint ein Sicherheitssystem zu sein. Sehr cool, ist auch drin. Ich sage jetzt, ist ein ernsthafter Eisenbahnsimulator mit noch ein bisschen was anderes dazu. Enter. Schalte bei Schalter BV1 ein. Und in der ersten Reihe. Sobald BV1 geschaltet, aber der nicht funktioniert. Das muss ebenfalls zurückgesetzt werden. Das nächste Sicherheitssystem. Also ich denke mal, eins ist SIVA und eins ist PZB oder sowas in der Art. Und Enter, jawohl. Dass die Motoren eingeschaltet sind. Oder ist es was für die Motoren? Wenn der Strom nicht mehr runterlassen und wieder hochfährt, denke daran, dass die Motoren zurücksetzen. Okay. Schalte Motorkühlung niedrige Geschwindigkeit. Okay, ja. Stelle den Hebel blockierende Bremse.
Bremsen gelöst. Jawohl. Ach, hier sind die jetzt markiert, okay. Hm, Enter. Setze den Haupthebel freigeben und aufladen. Freigeben und aufladen. Jawohl. Ja, der Druck wird zu bremsen, war nicht genau. Bremsen einmal voll lösen hier. Druck der Halbminute von Hitz kann die Lokomotive beschädigt werden. Beschreite den Grenzwert nicht. Mathematisch hier. Stehe ich hier wieder auf Haupt. Bremshebepositionsservice, jawohl. Machen wir. Da braucht man jetzt den Hinblick. Das ist noch so viel. Erreiche den Wert 5,7. Enter. Sorgen aus, ja. Druck lässt nach. Okay, Enter und fortzufahren. Service wieder. Jawohl. Der Druck hat sich ja 4,5, jawohl. Enter. Luftbremshebel und freigeben und aufladen. Schalte Wirbelversorgung aus, um ihn zu stoppen. Mhm. Schalte VU an, um das Lokomotivsteuerungssystem zu aktivieren. Knitze sich eine Eingangstür zum Führer aus. Ich sag dir, es ist wirklich ein Eisenbahnsimulator. Wo ist denn dieser Hebel, Schalter, irgendwie am Seite zum Führerhaus, hat er gesagt, ne? Auf der rechten Seite, eventuell. Die Handbremse. Er befindet sich über dem Eingangstür zum Führerhaus. Ah, jo. Ach, auf der anderen Seite, über der Eingangstür, okay. Lesen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. VU ein. Nächster Schritt ist Einschalten der Signalanlage. Ja. Enter. Geh zum Maschinenraum im ersten Abschnitt, stelle den Hebel in Richtung signalisieren. Position und vorwärts, damit die Arbeitsrichtung der Signallage festgelegt. Okay. Mhm. Jawohl. Also da schalten wir wohl das Licht an. Nächste Eisenbahnsignal auf den Schienen. Ach, zeigt das nächste Eisenbahnsignal an. Ah, okay, so funktioniert das. Informiert den Fahrdienstleiter über die Züge, wenn es eingeschaltet ist. Ah, okay. Interessant. So, Signalanlage ein. EPK. Ach, Aufmerksamkeitskontrolle. Das ist die SIFA, die wir jetzt eingeschaltet haben. Okay, also die haben wir hier. Okay, perfekt. Sehr cool. Grünlicht bedeutet, dass die Geschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Okay. Gelbes Licht bedeutet, dass die nächste Bahnsignal auf minus 40 km/h bremsen muss. Gelbes Grün bedeutet, dass du das nächste Signal anhalten musst. Okay, verstanden. Also gelbes und rotes. Rotes Licht bedeutet sofort anhalten. Ja. Weißes Licht bedeutet, dass die nächstgelegene Bahnsignal nicht erkannt werde und du mit Vorsicht fahren solltest. Okay, Ersatzsignal. Hier im Fahrhaus. Im zweiten Teil der Lokomotive. Machen wir. Müssen wir noch was aufrüsten hier hinten? Wahrscheinlich ja. Ach, guck mal, auch hier, ne? Die Animation hier im Motorraum. Ist ja cool. Es gibt ja Firmen, die sparen sich sowas, einen Motorraum. Und, oder Motorenraum. Und zeigen sowas gar nicht erst. Wir haben ein bisschen viel Durst, ne? Wir müssten eigentlich mal was trinken. Okay. Enter. Handbremse gelöst. Ach, die Handbremse ist hier noch angezogen. Hm, ach so. Ja. Gelöst. So, wir werden jetzt mal kurz was zu trinken holen, sonst sterben wir ja gleich.
Müssen wir hinten zum Markt, ne, oder so? Наконец-то можно продать эту кучу хлама. В нем постоянно что-то ломается. Mhm, sehe ich genauso. Das sind unsere Wagen übrigens, die hier stehen. Können wir da irgendwie runter durch? Die stehen so ein bisschen im Weg zwischen uns und unserem Markt. Können wir da rüber? Nein, warum auch? Hm? Lauf! Will ich verdursten. Ja gut, wir können hier oben rüberlaufen, ne? Laufen wir da oben rüber, ist eh sicherer, als hier über die Gleise zu laufen. Da ist ja eh reger Verkehr. Auch die Schornsteinanimation, schick gemacht. Also das Umfeld des Bahnhofs gefällt mir wirklich gut. Also es ist mit den kleinen Plattenbauten im Hintergrund und dann diese... Das ist typisch russisch halt, ne? So wie man sich das vorstellt. So einen Kater haben wir irgendwie schon so halb. Wollen wir uns mal ein Bierchen gönnen? So. Gönnen wir uns mal ein Bierchen, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, feier ein Bierchen, aber... Wir wollen ja eigentlich gleich noch Zug fahren. Ist bestimmt gut, davor Bier zu trinken. Aber wir sind hier in Sowjet-Russia. Da ist das alles in Ordnung. Ach, ich finde die ganzen Autos auch so cool, ne? Die ganzen, was sind das? Ladas. So ein Mist hier. Dieser typische Minivan, wenn man sie nur will. Sowjetische Minivan hier. Der ist dort Lada, oder? Doch ein typischer Laden. Wer hat euch von euch Bier verkauft? Irgendwer gab's doch, hat doch Bier verhökert hier. Die Taschenlampe wollte ich nicht, die kann man nicht trinken. Könnt auch Milch gönnen, aber ich glaube, diesen Katerwert müssen wir auch runterbringen. Können wir vom Alkohol abschwören oder müssen wir hier trinken in dem Spiel? Drücke E zum Kaufen machen, weil komm, wir kaufen uns direkt mal so ein paar. Und dann trinken wir jetzt ein Bierchen hier. Oh, wenigstens das eine Animation. Oh, ja, mal, wir trinken gleich mal 2, 3. Ach, wir sollten das nicht fallen lassen. Sind wir schon so betrunken. Und gönnen uns noch eins. Und komm, noch ein drittes, der. Gegen die Kälte. Wir haben schon wieder Hunger, ne? Komm, was. Was zu essen holen wir uns auch noch. Alter, oh, wir sind ein bisschen angetrunken. Okay, ja gut, war vielleicht nicht so klug. Hast du schon mal einen Kohl? Können wir einen Kohl, komm. Hier. Einfach so reinballern. Ohne alles. Und eine Karotte. So. Was ist das, eine Zwiebel? Können wir uns auch noch einfach so eine Zwiebel fressen. Das kann man machen, wir sind Russen. Wir können das. Jetzt stinkt natürlich ein bisschen aus dem Mund, aber das ist in Ordnung. Weißbrot gönnen wir uns auch noch, komm. Wir haben es ja. Mit nur 1000 Dollar hier. Zack, haben wir auch noch gegönnt. Ich gönne mir noch eine Milch. Ich kaufe hier alles leer, ne? Bananen gibt es sogar auch. Ist das nicht ein bisschen unrealistisch oder gab es das nur in der DDR nicht? Du hast es weg. Komm, eine Banane gönnen wir uns auch noch. Haben wir zwar keinen Hunger mehr. Nee, komm, die Banane nehmen wir uns auf. Die ist für die Fahrt. Wegproviant. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier rauskommen aus dem Hof, aber ein bisschen Wegproviant nehmen wir auch mit. Schöne Banane. So, dann zurück zum Zug. Ich wollte nochmal in den hier rein, ne? Dann haben wir uns alles angeguckt, ne? Komm. Wir gehen ja nochmal rein. Strovje. Schön, dich wiederzusehen. Oh, wir haben schon so eine Verehrerin, die hier auch drin sitzt. Ich komme mal rein. Ach, geht gar nicht, Manu. Wollte ich mal hier der netten Dame, der Ticket-Dame hier mal Hallo sagen? Das geht auch nicht. Toiletten hier? Wer ist denn Herrentoilette eigentlich? Es ist wie in so einem Restaurant, ne? Was ist jetzt von beiden Herrentoilette? Was ist jetzt der Kreis und was ist das Dreieck? Das kann man verschieden definieren. Also. Sehen wir das? Hier irgendwo muss ja. Ich glaube, das ist die Damentoilette, oder? Wir haben hier keine Pissoire. Das Kreis ist Dame. Das ist Herren. Okay, gut.
Keiner gesehen, dass wir in die Damentoilette rein wollten. So, mach mal auf. Aber guck mal, es gibt ja auch Firmen, die bauen, die setzen keine Toiletten um. Können wir auch benutzen? Nee. Hätte ich sogar mir vorstellen können im Game. Ne? Ich frag mich aber, in der Lok haben wir keinen Klo, ne? Okay. Ja, das wäre interessant gewesen, wenn wir vorher immer noch mal unsere Notduft verrichten müssten hier. Einmal noch mal kurz, bevor wir losfahren. Ja, wenn schon Realismus, dann richtig, ne? Ja, Dovetail. Schneidet euch hier von der Scheibe ab. In diesem Spiel gibt es Toiletten. Und der Mafia-Shop, der wird uns irgendwie immer noch angezeigt. Keine Ahnung. Da kachelt der nächste Zug durch. Ein Güterzug. Ah, es gibt doch verschiedene, ziemlich viele verschiedene Güterzugtypen, ne? Beispiel. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Ob diese Gameplay-Loop gut funktioniert. Ich denke mal, wir haben zwischendurch immer wieder Stationen, aber wenn wir die wirklich hier irgendwie so ein transsibirische Eisenbahn-Feeling haben wollen, dann würden hier auch wirklich... Wird man vielleicht auch mal eine Stündchen unterwegs sein, um an einer Station vorbeizukommen. Ja, zumindest realistisch. So. Hier steht immer noch unsere Wagen. Die blinken so schön vor sich hin. Wir nehmen jetzt endlich mal die Lok und fahren hier raus. Wenn das noch geht. Ich weiß nicht, wie viel im Playtest drin ist. Wir haben jetzt auch schon 37 Minuten. Ach, guck mal hier. Können wir die umstellen? Hey. Kommt bestimmt gleich noch, oder? Sag mal, würden wir die Weiche auffahren? Nee, die ist richtig gestellt. Das kann man ja vorher schon mal überprüfen. Gucken wir mal. Wir gehen mal davon aus, dass alle Weichen richtig gestellt sind. Beleuchtung haben wir doch wirklich noch nicht angeschaltet, ne? Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob wir das noch anschalten können. Wir steigen mal wieder ein. Läuft ja noch unsere Lok. Sollte sie auch nicht abgeschaltet haben. Hoffentlich ist noch ein bisschen... Ja. Also, los geht's. Blockierbarer Hebel in Handbremse lösen. Ach, wir müssen jetzt hier die Handbremse lösen, ja. Perfekt, haben wir. Dann Fahrtrichtungswender nach vorne. M. Ist M vorne wahrscheinlich ja. Ist noch eine andere Stellung als M? Ich weiß, ob er wieder zurückgestellt. Nö. Also scheint das richtig zu sein. Drücke Enter. Ja. Hauptposition Hebel auf 1. Auf 1. Okay, wir fahren. Sehr cool. Wir machen ein bisschen Leistung, können wir ausschalten. Tu das langsam. Sagte der direkt in Position 5 gegangen ist. Was ist gelb blinken? Das haben sie jetzt nicht erklärt, ne? Und die Signalkunde, die kleine, die drin war. Ja. Zu viel Leicht leuchtet das weiße Licht am rechten Panel und die Lokomotive kann nicht mehr beschleunigen. Die muss die Leistung reduzieren. Okay. Notabschaltung gibt es hier also scheinbar nicht, ne? Okay, das war die SIFA. Oder die Aufmerksamkeitskontrolle. Ach, wir sollten die zulassen, ne? Wird das wirklich Kälte drin? Ja, wollte es. Cool. 20 Grad. Ja, ach, wir haben immer Pulli an, ne? Das passt schon. Lass mal ein bisschen schneller fahren noch. Enter. Mal gucken. Leider können wir nicht zoomen. Wir können unsere Banane auswählen. Ich wollte... Doch, so können wir zoomen. Okay. Gucken, ob wir die Weiche auffahren. Ob die richtig gestellt ist. Sieht gut aus. Jawohl. Leider aber nicht zu weichen Stellen gesagt, aber man weiß ja nie. Ja, wir können ein bisschen aufschalten hier. Okay, das ist die Bremse. Lassen wir rollen. Fahr vor, bis die richtige Weiche passiert. Ach, okay. Fahre nicht so schnell, bis bald bremsen müssen. Okay. Und das war halt nicht so schnell, aber ich glaube nicht. Dürfen wir jetzt bremsen?
Ja, die ist lang, ne? Wir sind zwei Teile sozusagen, wir haben zwei Loks. Deswegen dauert das ein bisschen, bis wir bremsen müssen. Jetzt bremsen. Was sollen wir jetzt machen? Halt die Lokomotive so an, dass du... Stelle Hebel, Haupthebel auf 0. Okay, den sowas auf 0 stellen. Und dann die Bremse, glaube ich, anlegen. Setze die Bremshebel auf Bremse angezogen Position. Lokomotivbremshebel, das bist du doch, oder? Was ist der Lokomotiv? Ach nee, das ist hier. Ach, ich bin doof. Ja. Das ist die Lokbremse, die Zugbremse. Wie bei jedem anderen Zug auch. Ich weiß nicht, was ich hier alles bremsen wollte. Jetzt hätte mich gerade gewundert. Aber wie jeder andere Zug auch. Lokbremse, Zugbremse. Das scheint wirklich so ein universelles Ding zu sein. Drücke Enter, um fortzufahren. Der Zug hat angehalten. Dankespiel, habe ich auch gemerkt. Enter. Geh nach draußen, um die Einstellung des Eisenbahnschalters. Eisenbahnschalter, er meint wahrscheinlich die Weiche. Prüfen, springen wir nochmal kurz raus. Und kuppeln an. Ich finde mal, man läuft nicht besonders schnell. Das könnte man ein bisschen schneller machen. Hier. Guck mal, soll ich mal mit meinem Reichtum angeben? Ich habe eine Banane, Kollege. Kannst du dir nicht leisten hier in Soviet Russia. Ich habe Banane. Ich habe Banane. Entschuldigung. Ich wollte mal bitte ein bisschen am Reichtum protzen, ne? Ich kann mir tropische Südfrüchte leisten. Und das in einem kommunistischen Land. So. Dann stellen wir die. Geh nach draußen und überprüfe die Einstellung. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ja, wir überprüfen. Ach ne, wir müssen jetzt hier ran. Okay. Okay, wir müssen, können das drehen, aber ich weiß nicht genau. Müssen wir noch weiter drehen? Okay, ich weiß nicht genau, was wir machen. Aber das ist ja nichts Neues, dass ich nicht weiß, was ich tue. So, jetzt haben wir's. Nein, aber nicht. Versuch Nummer 5. Ja, es ist ein bisschen. Jetzt. Bleib auch in der Position. Okay, jetzt müssen wir das hier irgendwie was mitmachen. Jetzt legen wir das um. Okay. Die Weiche ist blockiert. Gehe zum Fahrerhaus zurück und ich hoffe, dass jetzt die Weiche ist blockiert. Kann ich wechseln. Okay, gut. Scheint richtig zu sein. Ja, ist auch richtig eingestellt. Perfekt. Das eine war wahrscheinlich die weiße Sicherung und das andere war die Weiche dann selber. Vermute ich jetzt einfach mal, dass sie sich automatisch irgendwie umlegt. Oh, Spitzensignale brauchen wir ja nicht. Wir haben schon wieder Durst. Wir hätten uns ein Bierchen, Wegbier mitnehmen sollen. Ich kann den Zugbier-Livestream, Re-Live nachspielen, nein. Ja. So, Wahlhebel auf Position. Ach, wir sitzen zurück. Was ist denn bei zurück? Ich werde jetzt von der anderen Seite dran gefahren. Ist doch viel sinnvoller. Viel sicherer. Du kannst doch überhaupt nicht. Es sei denn, du kannst das halt als Lokführer das abschätzen. Aber ich habe doch gerade erst. Ich komme doch gerade aus dem Gulag, haben wir vorhin gesagt. Wo soll ich denn das abschätzen können hier? Wahrscheinlich war ich vorher Lokführer. Bevor ich ins Gulag musste, weil ich Stalin beleidigt habe. Ja, Stalin wird wahrscheinlich zu der Zeit nicht mehr gelebt haben. Khrushchev. Wer auch immer. Irgendeinen von denen. So, kannst du die Bremse auslösen? Und dann. Guck mal, es wird auch Abend. Cool. Die Abendstimmung gefällt mir gut. Mit den Lichtern hier. Mhm. Schön. So. Drücke Enter, um fortzufahren. Bitte die Wagen langsam, beschreite die Geschwindigkeit zu 5 km/h nicht. Kannst du den Zug im Inspektor-Modus beobachten? Das war E, ne? Genau. Also ein bisschen in Cheat-Modus können wir gehen. Und wie können wir jetzt hier... Ne, wir können glaube ich nur von da oben gucken, ne? Es bringt uns aber herzlich wenig Spiel, wenn wir auf der falschen Seite sind. Wo sehen wir eigentlich, wie schnell wir sind? Sehen wir gar nicht, okay. Ich hoffe, dass wir nicht mehr als 5 km/h fahren, aber ich denke nicht. Mal ein bisschen aufschalten nochmal. Gehen wir noch Stufe 1 nochmal. Ja, komm her. Es ist oftmals so, dass man erstmal kurz Stufe 1 halten muss und dann die anderen Stufen ausschalten muss, damit man ein bisschen Leistung bekommt. Guck mal, selbst die haben Lichter, die Züge. Also irgendwie, unser Licht haben sie noch nicht, funktioniert noch nicht, aber deren Licht funktioniert. Ein bisschen schnell sind wir jetzt wahrscheinlich. Ich gehe nochmal in den Inspektor-Modus, wie da war dann. Nein, nicht den Tachometer rauswählen. Ich will den Inspektor-Modus. Da.
Wie weit sind wir doch entfernt? Ein Stückchen noch. Wir sind aber, glaube ich, mehr, schneller als 5 km/h. Ach, guck mal, man kann auch reinschauen in den Zug. Ich hoffe, dass man vielleicht auch ab und zu mal als Passagier irgendwie von einem Bad auf den nächsten fahren muss, weil man da irgendwie einen Auftrag hat oder so. Das wäre natürlich auch ganz cool. So. Ich muss so leicht in die Lokbremse gehen. Oder wir können damit nicht bremsen, ist auch gut. Hauptstrom, Ankerstrom, Feldstrom. Okay, das ist ein Tachometer. 10 km/h. Nee, das ist zu viel, aber ich krieg den nicht gebremst. Natürlich doof. Das wird auch schneller, ne? Weil ich die Leistung noch drin habe. So. Wie weit sind wir noch entfernt? Das sollte vielleicht klappen mit genau 5. Schauen wir mal. 6. Spiel vorbei. Sind wir jetzt gescheitert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war das Spiel, soweit wir erstmal das im Spiel drin haben. Statt jetzt nicht gescheitert, sie waren zu schnell, weil wir waren ja 6 km/h war gefahren, ne? Na gut, aber ich glaube, das war die Demo. Schreibt mal, was ihr von der Spieleidee haltet, vom Spiel selber. Das Ganze ist ein bisschen was anderes auf meinem Kanal. Ich werde vermutlich auch, da hier so Gewalt und so ein Scheiß drin ist, nee, eventuell die ganze Videoreihe auch einfach ab 18 schalten. Ich weiß, dass viele das wahrscheinlich trotzdem unter 18 gucken werden, aber mehr. Also ich habe zumindest probiert, ein bisschen Jugendschutz zu betreiben. Den Rest müsst ihr dann, wenn ihr noch nicht 18 seid, mit unseren Eltern ausknobeln. Aber ich habe das Spiel auf jeden Fall, ich finde die Idee cool. Und vielleicht spiele ich wirklich bald nochmal Metrus im Hustle. Ich habe mir überlegt, ob das auf meinen Kanal passt. Aber eigentlich möchte ich die gesamte Bandbreite von Eisenbahnsimulationen zeigen. Und das ist ein sehr interessanter Bereich der Bandbreite, möchte ich sagen. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe noch keine Ahnung, wann das Ding rauskommen soll. Ich rechne vielleicht Weihnachten. Kann ich mir vorstellen. Und ich werde es auch ein bisschen zocken Weihnachten, denke ich mal, wenn es rauskommt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wir sehen uns, ja, in einem anderen Video wieder. Oder vielleicht auch schon in einem halben Jahr zu dem Spiel dann. Bis dahin. Schönen Tag, Abend oder morgen oder wann auch immer das Video schaut. Macht's gut. Und tschüss.